im US-Markt jeder größere Unternehmer irgendeinen Mentor hat. Vertrieb ist ja jetzt kein Buch mit sieben Siegeln. Eine spitzere Positionierung lässt Leute außen vor, zeigt aber, dass ich... Heute sitze ich hier mit einem guten Freund und Unternehmer, der, sage ich mal, Berlin als seine Wahlheimat gewählt hat. 15 Mitarbeiter, über 2 Millionen Euro Umsatz im Softwarebereich. Und auf jeden Fall jemand, der sich einen Namen gemacht hat im Entwickler-, aber auch Freelancer-Markt. Hallo Thomas Marbella. Thomas, wie geht's dir? Hallo Georg, schön hier zu sein. Mir geht's super und ich freue mich mega auf die Themen heute. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Auch spannend, wie wir uns vielleicht kennengelernt haben, weil vorhin, du hast mir kurz einen Screenshot geschickt, was gerade auf LinkedIn passiert ist. Lass uns nicht auf die Details eingehen, aber sage ich mal, der erste Hater. Finde ich vielleicht ein spannendes Thema LinkedIn. Es gibt viele, die es feiern, andere sagen, ich will kein Selbstdarsteller sein. Wie stehst du zu dem Thema, weil du ja auch präsent bist? Ja. Ja, klar. Also ich glaube, LinkedIn ist für viele Entwickler unter anderem auch eine riesengroße Hassliebe, genau wie mit Recruitern. Und viele, soll ich sagen, stellen sich auch irgendwie schlecht und falsch dar. Immer so der Klassiker, wenn du morgens um 5 aufstehst und diese Morgenroutine und all so ein Quatsch. Ich habe für mich irgendwann auch herausgefunden, ja, ich fand es irgendwie nervig, aber du erreichst auf LinkedIn halt sehr, sehr schnell und sehr unkompliziert diverse Entscheider, CTOs, potenzielle Aufträge und. Da ich tatsächlich nicht der Typ bin, der irgendwie Cold Calling macht und am Tag 50 Leute anruft, finde ich es halt ganz angenehm, das für mich zu nutzen. Das, worauf ich keinen Bock habe, nämlich den ganzen Bullshit auszublenden und einfach mein Netzwerk aufzubauen und halt coole Leute anzuschreiben. Und ohne Mist, ich habe sogar schon richtig gute Freunde auf LinkedIn gefunden. Das klingt total komisch, aber es ist möglich. Absolut. Ja, so ist, sage ich mal, auch unser Kontakt entstanden und dann auch die Zusammenarbeit damals. Deshalb, da sieht man auch, was möglich ist. Jetzt, wenn du das so sagst, das erinnert mich tatsächlich auch an mich. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Post erinnern, wo ich mir dachte, boah, ich habe jetzt da 300-400 Kontakte. Was denken die? Was glaubt er jetzt da zu posten? War es bei dir auch so oder wie war das bei dir am Anfang? Oh Gott. Ich glaube, in den ersten, lass mich lügen, 4, 5 Jahren habe ich irgendwie vielleicht 10 Posts gemacht. Und ich fand das komisch und ich fand es blöd und ich wollte mich nicht darstellen. Und dachte mir aber auch so, hey, es ist ja durchaus ein gutes Mittel. Und ja, so Posting ist nicht jedermanns Sache. Ich habe dann ohne Mist sogar einen LinkedIn-Mentor geholt, der mir das alles beigebracht hat. Und der meinte, Thomas, nicht zu viel drüber nachdenken, auch nicht irgendwie zu viel AI-Quatsch nutzen, vielleicht mal als Inspiration, aber halt einfach machen. Und blöd gesagt, nach 10 Mal fast irgendeinem Post machen, war das so, okay, ich habe ein Commitment gemacht, zum Wochenende hin 3 Posts fertig zu haben und habe mir einfach das von der Seele geschrieben, was mich beschäftigt hat. Und das war, muss ich zurück in eine Anstellung, weil die Marktlage so schwierig ist. Wie komme ich an Projekte, wenn Recruiter mich quasi ghosten? Und ja, was hat es eigentlich mit Angebot und Positionierung auf sich? Und das kam halt erstaunlich gut an. Und viele Leute, ich sag mal, messen solche Posts immer Metriken wie Likes, Reactions etc. Das ist eigentlich egal, wenn du da ein paar Leuten wirklich hilfst und das teilst und dir ein kleines Netzwerk aufbaust. Und selbst wenn dich nur eine Person edit, dann hast du da schon Mehrwert rausgezogen. Und wie gesagt, es muss nicht jeder wöchentlich posten, whatever, aber mal damit anzufangen, es für sich auszuprobieren, ist gar nicht so schwierig. Und ich habe selbst den Pain gehabt. Ja, finde ich spannend. Also du würdest sagen, eher weniger Kontakte haben? Und ja, also ich glaube, ich habe damals ungelogen, ich glaube 2000 Leute per LinkedIn gettet, auch irgendwie assistiert mit Bot und so ein Quatsch. Das sind natürlich absolut oberflächliche Kontakte, die bringen halt niemanden weiter. Man hat sich nie was daraus ergeben. Dann habe ich angefangen, Content zu posten, mich ist mal genuinely für Leute zu interessieren, mit denen geschrieben. Und wenn ich jetzt einen Post mache, habe ich keine Ahnung, 20.000 Impressions. Aber selbst wenn es nur 100 wären, wenn es die 10 richtigen Leute davon trifft und ich mit denen eine Konversation habe, ein neues Projekt kriege und all sowas, dann macht das halt einen großen Unterschied. Deswegen immer Qualität vor Quantität. Ja, ich glaube auch die Influencer, die man so sieht, die irgendwie Fame haben, wie man neudeutsch so schön sagen wird, ich glaube, die zeichnen auch ein falsches Bild. Ja. Weil natürlich sieht man, der hat 10 Millionen Aufrufe und dann du als Unternehmer denkst dir, was kann ich jetzt machen? Die Leute beginnen dann da auf TikTok da so herumzutanzen, wo ich mir dann als Geschäftspartner denke, okay, wäre das jemand, mit dem ich arbeiten will? Ohne ja, jemals diesen Switch auch zu machen, zu sagen, du, ich muss die richtigen Leute ansprechen. Auch ich zum Beispiel, ich hatte teilweise Videos auf YouTube, die hatten 10 Aufrufe, aber ich habe dadurch einen Kontakt damit gewonnen, wo ich sage, ja, nehme ich gerne mit. Klar. Das ist so das Thema. Richtig. Also ich merke das auch, ich glaube, du hast ja auch irgendwie gesagt, hey, selbst wenn ich dann nur 10 Views drauf habe, wenn es einen interessiert, der danach bei mir kauft, habe ich alles richtig gemacht.
Und gleichermaßen kenne ich auch einen Haufen Instagram-Influencer, die kaufen sich Follower und die haben da zig Millionen Likes und weiß ich nicht was, aber da kommt halt nichts bei rum. Und ich meine, wir sind hier in einem Business-Talk und es geht um Business, ums Geld verdienen. Deswegen, ja, da Qualität vor Quantität. Ja, auch das Thema, ich glaube, was man da verstehen muss, der Influencer hat ja ein ganz anderes Businessmodell. Die sind, sage ich mal, fleischgewordene Werbefläche, das ist deren Businessmodell, so nenne ich es immer gerne, weil was verkaufen die? Die haben leider kein eigenes Produkt. Dann natürlich ist deren Reichweite das Interessanteste und wie die auch gemessen werden. Natürlich, wir als Unternehmer geht es darum, die richtigen Leute für unser Angebot auch zu erreichen. Und dann verändert sich das Game auch komplett. Und das sieht man auch gut bei deinem Post, sage ich mal, dein Engagement, dass das was Echtes ist. Und am Ende, weil du auch gesagt hast, ihr habt mal Bots verwendet. Wie war da deine Erfahrung? Das war halt einfach nur, ich wollte LinkedIn für mich ausprobieren, wurde gesagt, ich muss mir eine große Audience aufbauen. Aber das ist halt nicht sinnvoll. Und genauso habe ich jetzt auch einen Vortrag gehalten auf der Freelance Unlock-Konferenz, wo ich meinte, alle reden von Netzwerken. So jeder Freelancer sagt, er hat ein großes Netzwerk, aber die wenigsten kommen effektiv an Projekte ran. Das ist ja so ein Ding, du musst ja nur die richtigen Leute kennen. Stell dir vor, du kennst 5 oder 10 CEOs, bist gut mit denen, dann hast du es nicht schwer, ein Projekt zu kriegen. Und deswegen ist Netzwerken, und du musst bei LinkedIn vielleicht sogar anfangen, eine gute Sache, richtige Connections aufzubauen, Leute, mit denen du mal einen Videocall hast. Ich meine, in der modernen Welt ist es relativ einfach und du baust eine Connection zu jemandem auf und du bist halt nicht irgendjemand Anonymes auf LinkedIn, ist so der erste Schritt, um da sich was nachhaltig aufzubauen. Und ganz ehrlich, auch wenn im Business viele hinter dem schnellen Geld her sind, das dauert alles. Jetzt bei OneCall sind wir so bei 2,5 bis 3 Millionen Umsatz, aber das hat auch 5, 6 Jahre gedauert. Mhm. Und die ich kenne, die jetzt 10 Millionen Umsatz machen, die frage, was ihr Geheimnis ist, sagen die mir auch, Thomas, wir sind einfach seit 10 Jahren am Markt, wir machen täglich was dafür und du willst dir in deinem Business, auch in deiner Selbstständigkeit, nachhaltig was aufbauen, jeden Tag ein bisschen was reingeben und deswegen ja Kontakte aufbauen, pflegen und nicht nur sinnlos werden. Ja, absolut. Und wie wir am Anfang auch gesagt haben, da würde ich vielleicht mal kurz einhaken, weil du gesagt hast, ja, Netzwerk aufbauen, alles schön gut, das ist so klassisches, hört man auf LinkedIn ganz viel. Ihr habt jetzt eine gewisse Größe erreicht, sag ich mal. Statistisch gesehen seid ihr am obersten 8% müsste das sein. Also Statista sagt irgendwie, bis 2 Millionen schaffen es so 92,8% sind es, glaube ich. Danach wird die Luft schon etwas dünner. Also ihr habt da auf jeden Fall was erreicht. Wenn du jetzt sagst, ein Netzwerk aufbauen, wenn ich noch keine Referenzen habe, keine Namen, wie würdest du das vielleicht nochmal angehen? Vielleicht auch heute, weil das, was damals funktioniert hat, ist ja nicht zwingend, der Markt wird ja auch professioneller. Wie würdest du das heute machen? Also tatsächlich, damals hat es einfach gereicht, als Freiberufler sein CV irgendwo bei irgendwelchen Recruitern zu streuen, auf LinkedIn anzubieten, Profile auf Malt, Uplink und all sowas. Das ist alles nicht verkehrt und das funktioniert zu einem gewissen Grad. Aber dadurch, dass wir gerade im Entwicklermarkt ein Überangebot von Freiberuflern haben, muss man halt ein bisschen umdenken. Was ich von einem Geschäftspartner gelernt habe, was sehr gut funktioniert, ist zu sagen, du gibst immer Mehrwert und du gibst erstmal mehr, als du nimmst. Das klingt das mal so ein bisschen spirituell Hokuspokus-Universum, aber da ist tatsächlich was dran. Und egal, ob du jetzt jemanden zu einem Essen einlädst, jemanden mal ein cooles Intro machst oder jemanden deine Expertise auf eine halbe Stunde näher bringst, gibst der Person Mehrwert und du wirst in deren Kopf bleiben. Und wenn ich das mit 5 oder 10 Leuten pro Woche mache, kann es echt sein, dass davon mindestens die Hälfte Wochen, Monate oder teilweise Jahre später sagen, du Thomas, du hast uns damals über App-Entwicklung beraten oder hast uns mal ein Intro gemacht oder hey, du hast mich mal auf ein Essen eingeladen. Ich suche gerade einen App-Entwickler für Android oder iOS, lass uns doch mal reden. Und das ist halt so krass, dass das langfristig wieder zurückkommt. Und der Rekord bei mir liegt tatsächlich bei 15 Jahren. Ich habe in meiner Ausbildung vor 15 Jahren jemandem mal bei der Prüfung geholfen. Der ist mittlerweile in der Charité Berlin großer leitender Entwickler geworden und hat uns empfohlen und da haben wir ein Projekt bekommen, 15 Jahre später. Deswegen danach halt auch von den Leuten immer Mehrwert geben, wissentlich, dass sich das langfristig rechnet und vor allen Dingen, dass es halt Wochen, Monate oder Jahre dauern kann. Absolut. Ja, da merkt man auch, dass du nicht nur sagst, ja, man muss lang dranbleiben, sondern 15 Jahre, das kann man jetzt nicht abstreiten tatsächlich. Klar. Wo man dann auch viele merkt, weil dieses Feedback absolut kann ich so unterschreiben, wo ich auch immer in jegliche Beziehung, wo ich reingehe im Geschäftsfeld, denke ich mir immer, okay, wie kann ich Mehrwert bieten? Weil im schlimmsten Fall habe ich was Gutes getan, ob ich jetzt an Karma glaube oder nicht, ich habe da was eingezahlt und wenn nicht, dann kommt eben nichts zurück. Aber sage ich mal, ich würde sagen, ich wäre da meinen Werten auch treu. Aber natürlich hier, wie man auch sieht, am Ende kommt immer was zurück, wenn man es auch nicht nur auf der Grundlage macht, hey, ich gebe dem jetzt was, weil ich zurückhaben will. Das funktioniert natürlich auch nicht. Deshalb da spannendes Thema. Jetzt, wie
Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, wie du das, also du hast schon mal gesagt, du würdest mit wem essen gehen, irgendwie ein Intro machen. Jetzt, was man ja ganz oft merkt im Informatikbereich, und da hast du mir, glaube ich, ein Beispiel auch von einem Freund genannt, wir sind immer Personen, die sagen, ja, das kann ja jeder, das ist ja nichts Besonderes. Wie würdest du sagen, findet man da das Besondere raus? Weil ich glaube, wir halten uns da immer zurück. Mir geht es zumindest so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, doch, doch. Also ich glaube, viele Entwickler und Informatiker haben das sogenannte Imposter-Syndrom, dass sie ja wirklich cooles Zeug machen, sich dessen aber gar nicht bewusst sind. Und klar, jeder lebt in seiner eigenen Bubble. Ich umgebe mich auch mit anderen Unternehmern und denke mir, die 3 Millionen Jahresumsätze sind doch eigentlich Kindergeburtstag, aber auch weil ich von anderen Unternehmen umgeben bin, die nichts anderes machen. Und als Entwickler denkt man auch, dass das, was man da an Software schafft, ja völlig normal ist, weil das Umfeld auf Arbeit, im Freundeskreis auch Entwickler sind. Aber ich habe den größten Unterschied gemerkt, als ich mal auf einem Entwickler-Meetup war. Mir dachte, ich bin einer von 100 Android-Entwicklern. Ja, komm, ist cool, fertig. Aber als ich mal auf einem Nicht-Techie-Meetup war und ich den Leuten erklärt habe, ich entwickle Apps, Automatisierung, man kann dadurch Kosten sparen. Und die haben mich mit großen Augen angeschaut. So, oh mein Gott, ein Techie. Oder genauso habe ich dadurch später Mentoren kennengelernt, für die ich der Tech-Nerd war. Da habe ich mal so eine Mini-Tech-Due Diligence gemacht. Und da kamen Sachen an von mir, Thomas, wir hätten gerne eine App, wir haben ein Angebot, das kostet 100.000 Euro von irgendeiner so Agentur. Und das war eine popelige App, die kannst du an einem Wochenende effektiv machen. Und einfach dieses Wissen zu haben, das auch, ich sag mal, in ein gewisses BWL übersetzen zu können und zu wissen, wo man Geld sparen kann, bietet Non-Techies einen großen Mehrwert. Das ist für viele Entwickler schwierig zu verstehen, weil sie nie in der Welt unterwegs sind. Aber ich glaube, die Erfahrung muss man erstmal gemacht haben. Und gerade in der aktuellen Welt, wo es einfach so viel Digitalisierungsbedarf gibt, wo ich ganz viele Entwickler kenne, die sagen, ja, aber ist ja alles entwickelt. Versuche mal in Deutschland einen Antrag für irgendwas zu stellen. Das ist die Hölle. Es gibt so viel Digitalisierungsbedarf, so viel läuft auf Excel und irgendeinem anderen Quatsch. Die Entwickler sind halt immer in ihren fancy Projekten unterwegs und wissen gar nicht, wie viel Bedarf eigentlich ist. Und ich glaube, sich dessen erstmal bewusst zu werden, dieses, ich sag mal, Imposter-Syndrom zu einem gewissen Grad abzulegen, ist ein guter erster Schritt, seinen eigenen Marktwert zu verstehen. Wenn man das dann noch schafft, mit Zahlen für Kosten, Kosteneinsparungen etc. belegen zu können, absoluter Gamechanger. Also vor allem auch dann mit Nicht-Techies sich austauschen, weil so wie Richtig. ich dich verstanden habe, da kam da auch der Aha-Moment, sage ich Genau. mal, dass deine Welt nicht jeder teilt, Richtig, richtig. sozusagen. Verstehe. Ja, mir ging es da ähnlich. Ich dachte immer, abstraktes Denken kann jeder, bis ich dann irgendwann mal bei meinem ersten Arbeitgeber saß ich in so einem Meeting und dachte, ja, machen wir so und so, und die anderen so, nee, zeig das mal kurz auf. Wir verstehen das nicht. Also wirklich was ganz Banales. Deshalb hier auch dieser Austausch, wo ich auch glaube, wie du sagst, dass jeder in seiner Bubble auch lebt. Selbe auf LinkedIn. Du hast ein gewisses Netzwerk und dann siehst du Thema auch Coaching, wo man meinen könnte, jeder macht jetzt Coaching oder jeder macht jetzt Software. So in Ja. dem Bereich. Da baut man sich dann seine eigene Realität zusammen. Wohl wahr. Ja. Weil du auch gesagt hast, für dich war es ein Aha-Moment, ein krasser Android-Entwickler zu sein, Unternehmen auch aufzubauen. Wie kam es überhaupt dazu? Weil, sag ich mal, es gibt Dinge, die einfacher sind. Ja. Man könnte einen anderen Job haben. Ja. Warum gerade Software? Und zweite Frage wäre dann, wie kam es überhaupt zum Unternehmen? Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich habe ich, boah, ich glaube, mit 12, 13 mal HTML gecodet. Und ich meine, ja, es ist HTML. Und dachte mir, okay, so mit 16, 17, ich will irgendwie Geld verdienen, ich muss irgendwas machen, irgendeine Ausbildung. Dachte mir, ja, Fachinformatiker klingt ganz gut. Ich glaube, die Leute brauchen Software. Das war ein bisschen Zufall. Nach der Ausbildung hatte ich dann meinen ersten Job als eigentlich BlackBerry und J2ME-Entwickler vor 15 Jahren. Und eine Woche später kam mein Chef an und meinte, hey, gestern hat Google Android gekauft, das wird das nächste große Ding. Und da dachte ich auch so, ja, aber BlackBerry, das ist doch die Zukunft. So, natürlich nicht. Und habe dann 15 Jahre Android entwickelt, 10 Jahre in einer festen Anstellung, wollte auch mal in Silicon Valley zu Google, hat aber wegen Visum nicht geklappt. Und im Silicon Valley brauchst du wirklich viel Geld, um zu überleben. Und war dann für deutsche Automobilkonzerne tätig, weil ich ein Autofable habe, war zuletzt für Porsche tätig. Und habe halt auch gemerkt, die haben mir recht um 80.000 Euro gezahlt, das war cool. Wollten eine Gehaltserhöhung, die haben 200.000 mir verdient. Da meinte mein Chef, ah, sind gerade schwierige Zeiten, Thomas. Ah. Ich weiß Bisschen doch der gut. Klassiker, oder? Ja, Welcher Vorgesetzter sagt das nicht? ja. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, mal zu, hey, dann mache ich das halt selbst. Hab mit 10, 20 Freelancern gequatscht, wie die ihr Freelancing angehen, ob das wirklich so einfaches Geld ist, was schwierig ist. Und die meinten, hey, Steuerberatung, Finanzamt ist ein Nerv. Und ich, okay, nehme ich einen Steuerberater, dann macht der das. Und Projektakquise, vor 6 Jahren schon, ist gar nicht so einfach und habe auch da angefangen, die ersten Systeme aufzubauen.
Habe im ersten Jahr irgendwie 200.000 verdient, fand das ganz cool. Habe aber auch gemerkt, wenn du krank bist, wenn du im Urlaub bist oder mal keinen Bock hast, mehr als 40 Stunden die Woche zu arbeiten, skaliert das halt nicht. Und habe dann gesagt, okay, ich nehme mir den ersten Mitarbeiter. Und der erste ist mal der größte Schritt, die erste soziale Verantwortung, die erste Payroll und, und. Und viele sagen mir, ja, man braucht ja ganz viele Rücklagen. Aber ich glaube, Monatsgehalt mal 3 ist eigentlich eine gute Metrik. Und im Average Case sitzt die Person, wenn man das in der Projektakquise nicht drauf hat, vielleicht einen Monat rum oder so, das geht alles, den ersten Mitarbeiter genommen, dann ein halbes Jahr später den zweiten und waren so nach, lass mich lügen, 2,5 Jahren bei 5 Mitarbeitern. Da haben wir, boah, ich glaube, 1 Million Umsatz zu 250.000 Gewinn gehabt. Das war super. Und dann meinte ich, komm hier, jetzt skaliere ich das. So ein bisschen Elon Musk-mäßig, plus 10 Mitarbeiter in 6 Monaten. Habe ich auch geschafft und gemacht. Aber genau dann kam halt die Ukraine-Krieg, die ganze Krise, Leitzinsen, all das. Und dann hatte ich halt das erste Mal ein größeres Akquise-Problem, weil ich bisher noch kleine Systeme aufgesetzt habe und habe seither jetzt seit 2 Jahren mich damit befasst, wie schaffe ich es eigentlich nachhaltig an Aufträge zu kommen. Also richtig gelöst hat es keiner am Markt. Und ich meine, ich habe jetzt auch nicht den heiligen Gral, aber ich schaffe es reproduzierbar für so 3 Millionen Umsatz und 15 feste Mitarbeiter und mal 10 Freelancer Projekte ran zu schaffen. Und es ist tatsächlich was, was auf dem Markt benötigt wird, weil viele Entwickler keinen Bock auf Akquise haben. Und ich war eigentlich auch mal ein introvertiertes Kellerkind. Ich kann das nachvollziehen. ja, und so kam das eine zum anderen. Verstehe. Und damals, du hast gesagt, mit 12, 13 Jahren in HTML eingestiegen. Wie kam das? Es gibt ja auch andere Hobbys, sage ich mal. Ja, ich habe in meiner Jugend so viel gezockt. Irgendwie Halo und Warcraft, den ganzen Quatsch. Und ich fand es immer interessant, mit Software Sachen zu automatisieren. Und das erste Programm, was ich sogar wirklich mal geschrieben habe, nach dem HTML-Gedöns, war ein Bot, der für mich Warcraft spielt, mir so ein kleines Avatar erarbeitet, das fand ich mega cool. Und habe ich gemerkt, Software kann was für mich tun. Und dann war ich halt 8 Stunden am Tag auf Arbeit, der Bot hat für mich gespielt und als ich nach Hause kam, hatte ich irgendwie 100 Wins mehr. Und dachte mir, das ist cool. Tatsächlich habe ich dann noch Angebote von Leuten bekommen, die wollten mir das für 20 Euro abkaufen und ich dachte mir so, hey, wow, mega cool, jetzt verdiene ich Geld mit Software. Habe aber keine UI drumherum gehabt, kein Excel-File, kein gar nichts und habe erstmal verstanden, was alles dahinter kommt. Aber grundlegend, Software macht Sachen einfacher. Und ich finde, das war ein cooler Schlüsselmoment. Ja, absolut. Scratch your own itch. Vielleicht jetzt mit keiner finanziellen Absicht, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Es war für mich auch so eine Veränderung in den letzten Monaten, dass man viel mehr der Sache wegen macht und des Spaßes, sage ich mal so. Wie ist da für dich auch vielleicht? Warum hast du das Unternehmen gestartet? War das rein... du hast ja auch angesprochen, da kam der große Switch, 10 mehr Mitarbeiter in 6 Monaten. Da gab es mehrere Sachen. Für mich war es immer wichtig gewesen, mein Potenzial zu nutzen und nicht irgendwie langweilig in einem 9-to-5-Job rumzusitzen und zu sagen, ich will gucken, wie weit ich im Leben komme. Und ich bin der Meinung, man kann auch nicht scheitern. Es gibt in Deutschland eine unheimlich schlechte Fehlerkultur. Im Silicon Valley fahren die eins nach dem anderen gegen die Wand, sagen, mach einfach weiter und lern draus. Und das ist als Unternehmer ganz, ganz wichtig. Und ich habe dann gesagt, okay, ich werde das mit dem Freelancen probieren. So, will gucken, ob das klappt. So, okay, hat funktioniert. Damals dann, ich will Unternehmer werden, ich will Mitarbeiter einstellen. Und ja, man hat natürlich einen monetären Vorteil, man hat nicht mehr das Zeit-gegen-Geld-Ding, nicht mehr das Hamsterrad und, und. Aber was ich viel cooler finde, ist dieses Gefühl, dass ich da ein Team habe von 15 Leuten. Und ich bin ultra stolz auf die und ich bin so dankbar, dass ich die habe und dass das alles möglich ist. Man baut sich da halt einfach was auf. Als Freelancer fängst du auch mit dem Netzwerk an, mit deinen Kunden, mit deinem Stammkunden, mit deiner Reputation, mit deinem LinkedIn-Profil, Webseite. Und als Unternehmer ist das alles nochmal mal 10 und größer. Und du weißt, du schaffst da so eine Art Vermächtnis. Das ist ein mega cooles Gefühl. Und auch die Leute, die bei mir Mentoring unterwegs sind, denen bringe ich erstmal das Freelancen bei, wie sie 200.000 machen und sage dann, hey, dann fängt der Unternehmerpart bis zu 1 Million an. Und dann fängt der Spaß an. Weil dann baust du Systeme auf. Dann arbeitest du am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Weil ich ganz viele Unternehmer kenne, die haben eine 60-Stunden-Woche und arbeiten ganz viel im Unternehmen. Das muss man natürlich wegdelegieren und automatisieren. Und bei OneCode habe ich sogar geschafft, dass ich da mit TrueFix das effektiv so eine 5-Stunden-Woche habe. Das läuft alles, das sind Systeme. Und dann kann man halt auch an Sachen arbeiten, an denen man Spaß hat. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Absolut. Und wenn du auch sagst, um dein volles Potenzial zu erreichen, was glaubst du, ist dein volles Potenzial? Ich hätte damals mal gesagt, 50 Mitarbeiter finde ich ganz cool. Und bei 50 Mitarbeitern, keine Ahnung, 2 Millionen gewinnen, wovon ich mir irgendwie eine zahlen kann, ein Gehalt von 100.000 oder so. Rein rechnerisch, das ist steuerlich natürlich absoluter Bullshit. Aber das war so das erste Ziel. Dann habe ich aber auch gemerkt, das muss ich auch zugeben, bis 5 Mitarbeiter ist easy. Deswegen bringe ich das so Leuten relativ einfach bei. Ab 10 hast du dann so das erste Zwischenmanagement im weitesten Sinne und bei 15 bist du schon zu einem gewissen Grad busy, Sachen hin und her zu shiften.
Und für mich war es jetzt erstmal so, ich habe das aufgebaut, das läuft. Auch ich unterliege der Marktlage, deswegen habe ich gesagt, ich will das erstmal nicht weiter festwachsen. Es gibt günstige Freelancer auf dem Markt, dann bespiele ich die, ich bringe das Leuten bei, sowas in der Richtung. Und am Ende ist mal eine Frage der Priorität und wo man hin will. Ich kenne Leute, die haben riesengroße Startups mit hunderten Mitarbeitern. Ich sehe aber auch, welches Leben die führen und das fand ich nicht erstrebenswert. Zudem bin ich jetzt vor einem halben Jahr Papa geworden und habe gesagt, das ist erstmal Fokus, das braucht viel Zeit, die Zeit kriege ich nicht wieder. Und freue mich halt, dass OneCode super läuft und dass mit Stiftpuder gut läuft. Ja. Ja, ich glaube auch, dass du da eine riesen Vorbildfunktion hast, weil ich auch in Austausch mit anderen Softwareunternehmen einfach sehe, die sind ähnlich gestartet wie du, reingerutscht aus der Passion, sage ich mal, Freelancer, dann hatte ein paar Freunde oder ein Netzwerk, ein Netzwerk einfach, das man dazugeholt hat, Anfrage kam immer mehr, aber irgendwann, und das trifft tatsächlich auch Unternehmen, die schon 10, 20, 40 Jahre im Markt gibt, ist man irgendwo gefangen. Und ich glaube, diese anfängliche Freiheit, wie du sie auch gesagt hast, wo du gesagt hast, du siehst, dass bei anderen ist nicht ganz so deines, die ist dann natürlich weg. Mehr Verantwortung als ein Mitarbeiter, mehr Arbeit als ein Mitarbeiter, aber nicht wirklich diese Freiheitsgrade, einfach mal zu machen, was man auch haben möchte. Und was würdest du... Ja, schieß los. Ich wollte gerade sagen, das ist dummerweise das, was ich am Anfang mal gemerkt habe. Ich war mal vor anderthalb Jahren für 3 Monate auf Bali und meinte zu meinen beiden Managern von wegen, ihr schaukelt das Ding jetzt und wir schauen, wie es funktioniert. Natürlich gingen ein paar Sachen schief, aber haben viel daraus gelernt. Und dieses Abgeben und mal mit Fehlern leben gehört einfach dazu. Ich kenne aber ganz viele Unternehmer, die sagen, sie können nicht wirklich Urlaub machen. Und auch ich habe jetzt, ich glaube, erst im letzten Jahr es geschafft, mal komplett eine Woche Urlaub zu machen. Als Geschäftsführer bist du immer irgendwie erreichbar und immer ist irgendwas wichtig. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wenn man es aber im Hinterkopf behält und wirklich daran arbeitet, geht das schon. Und letzten Endes gibt es diesen blöden Spruch mit selbst und ständig. Da bin ich kein Freund von. Aber das muss man halt wollen. Man muss es auch in die Richtung entwickeln. Mhm. Spannender Punkt hier, Stichwort, muss man auch wollen, wo du gesagt hast, es war auch erst im letzten Jahr so. Ist jetzt immer einfach gesagt, ja, gib einfach ab, mach einfach Prozesse. Kannst du da vielleicht mal so etwas, ein paar Insights geben? Mir fällt gerade kein deutsches Wort ein, zu viel im englischen Markt unterwegs. Wie man das tatsächlich schafft, war natürlich gesagt einfach, machen, ganz anderes Thema. Ich glaube, es gibt ja diese Eisenhower-Matrix, was ist wichtig und was ist dringend und was kann man delegieren. Und es ist eine kleine Ego-Sache. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch 2 Manager, einen für interne, einen für externe Belange. Und da war es wirklich der Punkt zu sagen, ich weiß, welche Aufgaben ich habe. Ich meine, ich muss nur nachschauen, welche E-Mails ich kriege. Um dann zu sagen, was muss passieren, dass ich diese E-Mails an diese Person weiterleiten kann? Was muss er wissen? Was muss er lernen? Welche Fehler darf er machen, damit das funktioniert? Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe alle Stammkunden und warmen Kunden an ihn ab, leite die E-Mail um und er macht das. So, und wenn er Fragen hat, fragt er mich und über ein halbes Jahr haben wir ihn eingearbeitet. Dann ist der nächste Schritt, okay, Buchhaltung habe ich auch komplett abgegeben. Controlling mache ich noch 1 Stunde im Monat, einfach um genau zu schauen, ob die Zahlen alle sich so entwickeln, wie ich es gerne hätte. Aber letzten Endes ist es, den Mut zu haben, zu sagen, all das, was per E-Mail und irgendwelche Anfragen, Telefon, alles reinkommt, alles abzugeben, die Person zu schulen und auch zu sagen, mit genug Zeit und Aufwand wird diese Person es immer besser können als du. Und tatsächlich ist es jetzt der Fall. Am Anfang hatte ich halt Angst, dass mein Manager das nicht so gut hinkriegt wie ich. Am Anfang war es das vielleicht auch gar nicht und da muss man leben. Aber über Zeit, genug Übung, wurde es einfach besser. Und mittlerweile bin ich ultra stolz darauf, dass er das ganze Ding so geschaukelt kriegt und ich gar nichts mehr machen muss, quasi. Mhm. Ja, ich glaube, du erwähnst da auch einen wichtigen Punkt, das Ego. Einfach mal sich bewusst zu machen, dass wir nicht die größten Besten sind, sondern dass es vielleicht jemand gibt, der gleich gut und mit der richtigen Ausbildung sogar noch besser ist. Und am Ende verlieren wir ja nichts. Wir können ja nur dazu gewinnen. Richtig, aber natürlich das einzugestehen. Und das finde ich vielleicht auch ein spannendes Thema. Thema Mindset hat ja auch damit zu tun. Ja. Wird extrem Schindluder getrieben. Mindset, Astrologie, Universum, Heilpraktiker, was weiß ich, was man alles sagen kann. Ego ist der Enemy und wie die ganzen Bücher hier heißen, Leadership. Wie hast du da für dich einen Weg gefunden, der funktioniert? Weil man kann da natürlich abdriften in die Esoterik und sagen, ja, Kunden kommen auf mich zu und ich sitze hier auf dem Sofa und ich ziehe die an. Ja. Hinzu, ich bin extrem in der Hustle Culture, ich arbeite 20 Stunden am Tag. Wie hast du da für dich einen Weg gefunden? Ich glaube, also tatsächlich, wie gesagt, Mindset ist ein absolut überstrapazierter Begriff auf LinkedIn und in unserer Bubble gehe ich komplett mit.
Ich muss aber auch sagen, es ist nicht unwichtig. Auch bei den Leuten, die ich im Kurs mentore, merke ich, da gibt es vereinzelt welche, da fehlt das Mindset noch. Und die sagen, ja, aber das kann alles gar nicht funktionieren. Ich so, hey, ich habe den Proof of Concept, dass alles genauso funktioniert. Bisschen dran glauben muss man schon. Als Unternehmer ist es eh eine riesengroße Gefühlsachterbahn von Sachen, die funktionieren, die nicht funktionieren. Und Sachen werden schief gehen. Aber dass man, ich sag mal, so eine eklige, positive Grundattitüde hat und sagt, komm, irgendwie schafft man das schon. Und immer an das positive Outcome erstmal glaubt und auch sich fest an sich glaubt, dass man das schaffen kann. Das ist die Grundlage. Wenn man das hat, ist immer die Frage, okay, was ist das Endergebnis? In meinem Fall halt viel Arbeit abgeben, Sachen delegieren und dann einfach zu sagen, wir machen das und fixen alle Fehler im Nachhinein. Weil komplett durchplanen kannst du es nicht. Du kannst es vorbereiten, du kannst gucken, was sind Edge Cases, aber dann einfach den Mut haben, es zu machen und ich sag mal auch daran zu glauben, dass es funktionieren kann. Und für mich ist immer ganz wichtig gewesen, ich habe in meiner Karriere verschiedene Leute kennengelernt, verschiedene Sachen gesehen, Mentoren gehabt. Und allein bei denen zu sehen, dass das funktioniert, dass es da Menschen gibt, die machen 50 oder 100 Millionen Umsatz im Jahr. Und das sind keine Übermenschen, sondern die sind Menschen wie du und ich. Zeigt mir, irgendwie geht's ja doch. Und genauso bringe ich den Leuten jetzt einen Kurs bei, wenn ich, keine Ahnung, mit 5 Stunden die Woche 3 Millionen Umsatz mittlerweile generieren kann mit Managern, also was. Das ist kein Hexenwerk. Man muss nur dranbleiben, man muss es nur wollen, man muss einfach mal machen. Und ich habe sogar jemanden kennengelernt, der war damals im Multilevel-Marketing unterwegs, kann man von halten, was man will, war ein bisschen shady, aber der hat mit Mitte 20 einen Lamborghini gefahren. Da dachte ich so, wie geht das? Ich habe 10 Jahre Karriere hingelegt, habe mir den Arsch aufgerissen und der Typ, so wie, aber einfach, weil das gemacht hat, weil er dran geblieben ist, shady Kultur mal hin oder her. Und das hat mich inspiriert, wenn der das schafft, kriege ich das auch irgendwie hin. So. Und deswegen dranbleiben, inspirieren lassen und wissen, es gibt genug anderer Leute, die schon Sachen vorhin geschafft haben. Mir wurde mal gesagt, ab Milliardärs-Level ist noch was anderes, dann kommt ein bisschen Glück mit rein, keine Frage. Aber so eine Million Umsatz mit einer Agentur oder so, ja, kriegt man, wenn man wirklich will, wenn man es kann oder mit der richtigen Hilfe, locker in einem Jahr hin. Ja, absolut. Ja, man kann sich ja auch immer mit Zahlen ergründen, sage ich mal. Eine Million, das sind 83.333, sage ich mal, im Monat. Wenn ich dann irgendwie ein Softwareprojekt für 40 verkaufe, dann brauche ich plus minus 2. Dann kann ich auch wieder hingehen und sagen, für 2 Kunden, ich habe eine Abschlussrate von 10%, rechnen wir mal extrem schlecht, kann ich es mir wieder aufrechnen. Ich muss so viele Leute anrufen, um zu einem Verkaufsgespräch zu kommen. Und da, ich glaube, du hast da auch einen guten Punkt erwähnt, wo, da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, wo generell Unternehmer Deutschland, aber auch Softwareunternehmer Deutschland, ich glaube, da kann man noch was lernen, weil wie du gesagt hast, Multilevel-Marketing kann man halten von was man will, bin ich kein Fan, weil es gibt seriöseres, sage ich mal. Ich möchte da nicht was meiner Mutter verkaufen, damit ich dann Provision und Freunde, das ist ja ultra, absolut nicht meines. Aber wie du richtig gesagt hast, das hat dich inspiriert, um zu verstehen, wie hat der das gemacht. Du musst ihn ja nicht nachmachen. Richtig. Aber du siehst mal die Möglichkeit. Und da würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren, weil ich sage, Im Unternehmermarkt Deutschland, wenn die Person nicht denselben Haarschnitt hat, nicht gleich groß ist, nicht in der gleichen Stadt wohnt, dann, ja, das funktioniert nicht. Wir sind anders. Wie nimmst du da den Markt generell wahr, sag ich mal? Thema also dieses, wir sind anders, das hatte ich auch in deinem Mentoring gelernt. Jeder hält sich für ein absolutes Schneeflöckchen und das ist absolut nicht so. Also ich meine, geh mir ähnlich, wo ich dachte, ja, bei mir funktioniert das nicht. Ja, komm, Quatsch. Auch die Leute, die ich jetzt mentore, wenn sie sagen, ja, aber bei mir ist das anders und nein, bei dir ist es nicht anders, es tut mir leid. Und auch die Bauleaks im Marketing kann man auch halten, was man von will, aber auch die sagen, hey, du bist keine Schneeflocke, hier sind Systeme, die passen wir auch noch individuell an, aber es funktioniert. Und das ist halt in einfach allen Sachen so, das ist wieder so ein Ego-Ding. Wenn man das mal ablegt und sagt, okay, ich kann das machen, was andere machen, ich finde auch meinen eigenen Weg und das ist absolut wichtig, aber es haben andere vor mir geschafft. Und wie gesagt, die Leute wollen ja nicht, ich sag mal, innerhalb von einem Monat 100.000 Umsatz machen oder mehr, sondern sich was aufbauen. Wenn man das alles nachhaltig betrachtet, geht das alles. Auch Jeff Bezos damals, als er hier in seiner Garage Amazon gegründet hat mit so einem hässlichen Banner, der meinte mal, ich werde der reichste Mensch der Welt, ich werde da dranbleiben. Fun Fact, der hat sich damals die Domain relentless.com, also unbarmherzig, gesichert und die linkt immer noch auf Amazon. Der Typ ist einfach dran geblieben. Und das ist das Unternehmerding schlechthin. Bleib einfach dran, mache Fehler, lerne draus und komm nach vorne. So. Und in Deutschland wird das dummerweise leider kaum beigebracht. Und so arg das klingen mag, aber ich empfinde es fast als Scam, dass ich in Deutschland in der Schule, im Studium immer zu einem Mitarbeiter erzogen wurde,
dieses, mach schön deinen Abschluss, du studierst dann fein, dann gehst du in den Corporate, machst da 10 Jahre Karriere, verdienst nach 10 Jahren deine 100.000 und all sowas. Und klar, man muss irgendwo anfangen. Und ich würde auch sagen, jeder soll mal 3, 4, 5 Jahre seinem Handwerk in einer Anstellung nachgehen. Aber danach kannst du, wenn du das Zeug hast als Freiberufler oder weiß ich nicht was, schon locker eher 100.000 verdienen und musst nicht 10 Jahre in irgendeinem Corporate klippeln. Ist halt echt so ein deutsches Ding, was auch mich sehr viele Jahre gekostet hat, wo man ja die richtigen Inspirationen braucht, das richtige Mindset, und dann kommt das eine zum anderen. Ja, absolut. Und ich glaube, das verbindet auch den Punkt, den du vorhin gesagt hast, wegen Relentless und dranbleiben, dass da selbst wir Informatiker, und ich schließe mich damit ein, würde man heute nicht mehr glauben, aber ich war ultra schüchtern. Zum Beispiel bei uns gab es so ein Dorffest. Ich hätte alles lieber gemacht, als da durch die Menschenmassen durchzugehen, weil ich mir dachte, ja, was denken die anderen, was hat der gerade an? Und weil das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, es hat 5000 Einwohner, dreimal darfst du raten, jeder kennt jeden und so weiter, ultra unsicher. Aber da auch wieder hinzukommen und zu sagen, ich tausche mich mit anderen aus, die mir zeigen, wie besonders eigentlich das ist, was ich leisten kann. Und dann kann ich ja erst relentless werden. Klingt jetzt ultra wieder nach, ich muss viele Stunden investieren. Ja, stimmt. Aber für mich auch so ein Thema. Ich dachte mir immer, wenn ich Computer spiele, wenn ich Fahrrad fahren gehe, da muss ich mich nicht motivieren. Können -3 Grad sein, Computer spielen mit Freunden 7, 8 Stunden am Stück. Ja. Ich habe immer probiert, das zu reverse engineeren. Was ist da der Fall, was in meinem Leben jetzt nicht so ist? Und da hast du auch einen wichtigen Punkt genannt. Wenn man wirklich weiß, dass man was Gutes erreicht, dieses Selbstbewusstsein hat, dann muss ich ja auch nicht mehr grinden oder hustlen, wie das auf Englisch heißt, sondern es ist dieses nächster Fachbegriff aus dem Marketing, dieser Flow, sozusagen. Wo ich sage, ich vergesse zu essen, ist jetzt nicht gesund, empfehle ich niemanden, aber fürs Beispiel, wo ich einfach sage, ja, wenn du wirklich Spaß dran hast und du auch siehst, dass es anderen Mehrwert bietet, dann ist genau dieser Sweet Spot, wo wir auch, sage ich mal, im Mentoring genau das suchen. Welche Skills hast du? In welchem Markt passen die? Und welche Akquise-Methode passt zu dir, damit du dein Unternehmen aufbauen kannst? Weil auch Thema Coaching geht ja dieser wie nennt man das? Nicht schlechter Ruf, aber dass ganz viele Template-Unternehmen einfach aufkommen. Ein Coach, der den ganzen Markt bedient, und dann sehen alle gleich aus. Ich weiß nicht, wie da deine Wahrnehmung ist, auch aktuell, was das so abgeht. Ich biete ja auch ein Mentoring an, und ich finde das Wort Coaching absolut verbrannt. Auch Mentoring ist schwierig. Ich bin auch meiner Meinung, ich habe jetzt schon, ich glaube, 7, 8 Mentorings selbst gemacht. Man muss immer wissen, welcher Mehrwert steht am Ende am Ergebnis. Selbst ein LinkedIn-Mentoring hat sich für mich ausgezahlt. Und hat die Person, die dir das vermitteln will, ist die den Weg gegangen? Weil wenn sie das getan hat und dir 5 Schritte voraus ist, kann es halt nicht so schwierig sein, dass diese Person dir das im kleinen Rahmen beibringt. Wenn ich sage, ich habe jetzt 15 Mitarbeiter und 3 Millionen Umsatz, kann ich Leuten vergleichsweise einfach beibringen, wie man mit 4, 5 Mitarbeitern 1 Million Umsatz macht. Das geht schon. Ich glaube, die größten im Coaching sind natürlich die Baulicks, die Coaches der Coaches, die das rausgebracht haben, salonfähig gemacht haben, sage ich mal. Aber da würde ich halt ganz stark unterscheiden, weil gefühlt gibt es einen Haufen Anfang 20-Jähriger auf LinkedIn, die keine nachweisbare Erfahrung haben. Verstehe mich nicht falsch, du kannst auch jung sehr erfolgreich sein. Die was vom Pferd erzählen und sagen, ich bin der große Life-Coach und ich bringe dir jetzt, keine Ahnung, Kundenakquise auf Knopfdruck bei. Und je catchiger das klingt und je mehr die irgendein Lambo in die Kamera halten, desto eher kaufen das Leute. Aber es ist halt knallhart unseriös. Aber wenn du jemanden hast, keine Ahnung, der sagt, ich habe da mein Unternehmen und das funktioniert und ich bringe dir das im Kleinen bei, da muss da halt irgendwas bei drin sein. Und ich habe bei meinen Mentorings und Mentoren auch gemerkt, es ist ja eine zwischenmenschliche Ebene, die man dann hat. So, vertraue ich dieser Person, dass sie mir was beibringt? Und häufig kommt man sogar an ein anderes Ziel und man lernt auf dem Weg sehr, sehr viel. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist da sehr wenig Bereitschaft dafür da, wohingegen im US-Markt jeder größere Unternehmer irgendeinen Mentor hat. Und die richtig krass erfolgreichen Leute, die ich kenne, haben alle immer irgendwie einen Mentor im Hintergrund, sei es die eigene Familie, wo irgendwie Unternehmertum gelehrt wird. Und das kommt alles nicht von ungefähr. Und je früher man mit sowas in Berührung kommt und je früher man merkt, da ist jemand, der hilft einem, man kann sich da reinkaufen oder anderen Mehrwert bieten, desto einfacher wird das, weil, wenn ich jetzt auch Leuten beibringe, wie man an Projekte kommt, ich meine, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Das ist keine Rocket Science mehr, das funktioniert zu einem gewissen Grad problemlos reproduzierbar. Und ich zeige denen meine Systeme und die lernen davon und müssen das Rad nicht neu erfinden und müssen quasi nicht all das Lehrgeld bezahlen, was ich in den letzten 6 Jahren bezahlt habe. Mhm.
Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, Deutschland im Vergleich zum US-Markt eher etwas zögerlich, wenn es darum geht, sich Hilfe zu holen, Beratung, Mentoring. Warum glaubst du, ist das so? Ich glaube, das liegt wieder insgesamt am Unternehmertum in Deutschland. Ich kenne einen Haufen Amis, die machen ihre ersten 100.000 Umsatz und geben davon gefühlt 50.000 wieder für ein anderes Mentoring aus. Das würde in Deutschland niemand machen. Deutschland ist schön sparen und das Eigenheim irgendwo am Ende in 30 Jahren und also sowas. Und gleichermaßen auch die Mentalität, ja, es können ja schlechte Zeiten heranbrechen. Ich meine, verstehe mich nicht falsch. Punkt Nummer eins, wir haben aktuell die schlechtesten Zeiten auf dem Markt seit 20 Jahren. Wenn du es jetzt schaffst, dann noch die nächsten 20 Jahre. Und natürlich soll man sparen, sich auf schlechte Zeiten vorbereiten, aber du willst dich auch in dich selbst investieren. Dummerweise, weil es, ich sag mal, so ein paar shady Angebote am Markt gibt, wo die Leute Mentorings für 5 oder 10k anbieten, die nichts bringen. Ja, es ist alles in Verruf. Aber im Umkehrschluss, wenn du weißt, du gibst 5.000 Euro aus und du lernst etwas, was dir jährlich plus 10 oder plus 5.000 Euro generiert, und du weißt, dass es funktioniert, dann wärst du ja blöd, das nicht zu investieren. Und viele sagen, ja, dann gehe ich auch nochmal studieren. Und genauso haben mir viele Leute gesagt, okay, du bist jetzt Informatiker, bevor du eine Firma gründest, willst du nicht noch ein MBA machen? Ich halte halt vom deutschen Unisystem nicht so viel. So, das ist cool, um die Basics zu lernen, so bis Mitte, Ende 20, mach dein ganzes Studium, ist wichtig, auch um den Schein zu haben. Aber du wirst im Real Life als Unternehmer auf andere Sachen treffen, andere Sachen erleben. Wenn du da jemanden hast, der das gelebt hat und nicht irgendwo nur als Professor lehrt, dann hast du einen ganz anderen Impact, dann kannst du Fragen stellen und dann lernst du am Example. Und das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Absolut. Also du würdest sagen, weil die Frage ist natürlich immer, so ein Mentor, gehen wir mal davon aus, ich habe das jetzt verstanden, der hilft mir, Zeit zu sparen. Ja. Wie finde ich, und du hast vorhin schon ein paar Beispiele genannt, wie finde ich jetzt jemanden, der mir wirklich helfen kann? Weil natürlich, du hast jetzt gesagt, der hat das schon so gemacht. Aber wir kennen da auch gewisse Leute, wir waren da schon privat im Austausch. Ja. Das war auch so ein Riesenerkenntnis für mich. Ich dachte mir, boah, die anderen, die kochen nicht mit Wasser, sondern was weiß ich mit was, ja. Die sind so viel krasser. Aber je länger ich im Markt drin bin, desto mehr zerfällt diese Fassade auch. Wie es immer heißt, triff nicht deine Idole, weil du ja, dann irgendwie ja. merkst, dass die nicht so sind. Ja. Wie stellst du dann trotzdem sicher, dass sich das auch lohnt? Oder wie gehst du daran? Schwierige Frage. Ich würde es in zwei Sachen unterscheiden. Zum Beispiel die einen Mentoren, die ich kennengelernt habe, waren irgendwie aus Zufall über irgendein Netzwerk-Event bei einem Startup, wo ich dann mitgeholfen habe, dass die Investoren waren. Und wir haben uns einfach auf einer zwischenmenschlichen Ebene gut verstanden. Und das ist sowieso die Grundlage für jedes Business. Egal wie faktisch das gut auf dem Papier klingt, du musst dich zwischenmenschlich verstehen. Sonst wird das nie was. Und ich habe mich gut mit dem verstanden und ich habe gemerkt, keine Ahnung, wir haben irgendwelche Events gemacht und ich habe gemerkt, wie viele Mitarbeiter die haben und habe mich einfach aufrichtig dafür interessiert und durch Zufall Sachen gelernt. Und ich finde, mal zum Mentor wirst du ernannt und nicht, dass du sagst, ich bin jetzt Mentor. Und das war halt der Fall. Der klassische, ich sag mal, LinkedIn-Fall ist halt eher, du suchst jemanden raus, der genau da ist, wo du bist, der auch so ein bisschen rüberbringen kann, vielleicht auch ein Mentoring-Programm ein Angebot hat und du sagst, ich will das, was er hat, in klein und findest dann halt einen Kompromiss, wie kannst du der Person helfen oder wie kann man sich da ausgleichen, zu sagen, bring mir bei, wie du das gemacht hast in klein. Und wie gesagt, auch je spezifischer und nischiger, desto besser. Wenn du eine Softwareagentur aufbauen willst mit 10 Mitarbeitern, Bodyleasing, also ein Zeug, dann such dir jemanden, der genau das gemacht hat und nicht jemanden, der eine Designagentur mit 50 Mitarbeitern hat oder so. Das muss schon passen. Und ich habe auch gesagt, ich bringe Leuten nur in der Software was bei, so von Softwareentwickler für Softwareentwickler, ist eine spitzere Positionierung, lässt Leute außen vor, zeigt aber, dass ich den Leuten sehr speziell helfen kann, weil ich selbst seit 15 Jahren Entwickler bin. Und so fände ich es halt fast anmaßend, wenn ich einem Designer erkläre, wie eine Designagentur aufbauen würde. Klar, das BWL-Wissen, das unternehmerische Wissen habe ich, aber ich stecke halt nicht in der Materie. Deswegen so spezifisch wie möglich, vielleicht auch über Events Leute kennenlernen und einfach schauen, wo es zwischenmenschlich passt und ob diese Person zum gewissen Grad da ist, wo man ein paar Jahren sein will. Verstehe. Also zwischenmenschlich, wo du sagst, da muss es auch passen. Jetzt würdest du sagen, du kannst das, weil du eine gute Menschenkenntnis hast? Oder wie kann das vielleicht wer anderes auch übernehmen? Das ist eine gute Frage. Menschenkenntnis ist so ein relatives Ding. Ich glaube, man merkt einfach, wenn es wiped und wenn nicht. Wenn du merkst, da ist jemand, du kannst dich eine halbe Stunde problemlos mit der Person unterhalten, es macht Spaß, es fühlt sich locker und nicht gezwungen an. Oder was ich jetzt hatte, ich habe auf einer Grillparty vor 3 Wochen jemanden kennengelernt, treffe mich heute Abend zum Dinner mit ihm. Heißt auch Thomas, ultrasympathischer Typ. Und habe einfach gemerkt, ich höre dieser Person unheimlich gut zu, weil er schon 20 Jahre mehr Erfahrung hat als ich. Und ich freue mich, dass wir heute Abend uns eine Stunde zum Dinner nehmen und ich Fragen stellen kann, mir Geschichten erzählen kann.
Und es passt zwischenmenschlich einfach. Keine Ahnung, was dabei rauskommt, aber ich habe da Lust drauf und das Gefühl sagt mir, das passt gut menschlich. Im Gegenzug habe ich zum Beispiel auch mal Leute kennengelernt, die, ich glaube, 30, 40, 50 Mitarbeiter haben, mir ein paar Schritte voraus sind, reine Softwareagentur haben. Wir haben uns mal auf ein Essen getroffen und ich habe aber auch gemerkt, menschlich passt das nicht. So faktisch passt das super, menschlich passt das nicht. Es hat sich nie was daraus ergeben, ich habe nie was daraus gelernt. Deswegen vertraue deinem Bauchgefühl. Man muss da auch ein bisschen Erfahrung machen und auch, ich sag mal, proaktiv rausgehen. Und gerade weil du meinst wegen Introversion, ich war auch ein introvertiertes Kellerkind, einfach mal einen ersten Schritt machen und sei es jemanden auf LinkedIn anzuschreiben. Ich habe zum Beispiel auch vor, war das, letzten paar Tagen, einen Podcast mitgemacht und die meinten, hey, Thomas, kannst du mich mentoren? Ich so, ich bewundere deinen Mut, klar, gerne, warum nicht? Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, aber es passt zwischenmenschlich. Seid so eine Person, macht proaktiv den ersten Schritt, schaut, wo sich's hin entwickelt. Mehr als Nein sagen können die nicht, die meisten fühlen sich geehrt und guck einfach, wo sich's entwickelt. Du wirst dann schon über die Zeit ein Bauchgefühl entwickeln und es wird immer nur besser. Verstehe. Und weil du gesagt hast, du warst ein introvertiertes Kellerkind, das mit dem Bauchgefühl, war das dann immer schon so oder hat sich das entwickelt über die Zeit? Ich glaube, das entwickelt sich. Das ist ja auch so ein bisschen das, wenn man freiberuflich startet oder als Unternehmer und Kunden kennenlernt, entwickelt man ein Gefühl nach mehreren Kunden, mehreren Gesprächen, was gut ist und was nicht. Genauso bei Mitarbeitern. So, ich bin absolut stolz auf meine Mitarbeiter und alles, was wir da machen. Ich habe aber auch schon andere Leute geinterviewt und mit der Zeit wirst du zwangsläufig das richtige Gefühl entwickeln. Das heißt, red mit einem Haufen Leuten, die du interessant findest, triff dich auf einem Videocall mit denen, guck, wie sich's anfühlt. Und ich garantiere dir, nach 10, 20 Videocalls wirst du ein Gefühl dafür entwickeln und schon merken, wo sich was in welche Richtung entwickelt. Ja, da sind wir wieder beim Punkt, den wir, ich glaube, das war vor einem halben Jahr mal diskutiert haben, zwecks Umsetzung, dass das so der ultimative Richter ist. Kann die Idee noch so gut sein im Endeffekt. Ja. Was ich spannend vorhin fand, du hast das ganz so locker im Nebensatz gesagt, ja, je spezifischer man positioniert ist, desto besser. Ja. Für viele ist das ja so ein Riesenbrett, dass ich sage, boah, Spezialisierung, eine Branche, was ist, wenn die den Bach runtergeht? Wie kamst du das so selbstsicher überhaupt zu sagen? Jahrelange Erfahrung und viele teure Fehler. Ich glaube, vor 2, 3 Jahren war das alles noch nicht so ein Thema. Gerade als Entwickler habe ich irgendwie gesagt, ich bin Android-Experte, ich mache noch Architektur und CI, schmeiß mein CV auf den Markt, kriege Angebote zu 100 Euro die Stunde und easy. So, jetzt seit 2 Jahren, wo die Leute sich um Akquise kümmern müssen, um Positionierung kümmern müssen, wo es zu viel Überangebot an IT-Freelancern gibt, merken die ersten mal, wie austauschbar sie eigentlich sind. Und ich höre von ganz vielen Leuten so, ja, ich kriege nicht mal eine Rückmeldung, warum es nicht funktioniert hat. So, ja, aber höchstwahrscheinlich mein Recruiter dazwischen ist, weil du nicht mit dem Direktkunden redest. Ja, natürlich. So, ja, aber warum akquirierst du keine Direktkunden? Ja, wie denn? So. Und ich sag mal, von 0 Direktkunden auf 1, 2 zu kommen, ist gar nicht so schwierig. Ist natürlich ein neues Game, wo man sich mal einen Kopf drum machen muss. Aber ich merke, dass ganz viele Entwickler sagen, ja, ich bin noch Senior, hier Stack einfügen, Entwickler. Das ist cool, aber ist halt austauschbar. Und ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel heute einen LinkedIn-Post gemacht. Ich suche zum Beispiel für ein React-Projekt einen Entwickler. Ich habe jetzt schon 50 Bewerbungen allein für diese eine Stelle und ich weiß, die sind alle gut, die haben alle 5 bis 10 Jahre Erfahrung. Und dann gucke ich halt, wer passt zwischenmenschlich und ist vergleichsweise günstig. Und das ist dieser Preiskampf, auf den du keinen Bock hast. So, das willst du einfach nicht, weil auch wenn du durch Zufall mal ein Projekt kriegst, ist es eben durch Zufall. Und sobald du die nächste Projektleerlauf hast, ein neues Projekt suchst, es fängt von vorne an. Es ist ein Teufelskreis. Was den Unterschied macht, das habe ich auch bei OneCode verprobt, wir haben 15 Mitarbeiter, davon haben wir 7, 8 gute Positionierung, ist halt sich zu positionieren in einer sehr kleinen Nische. Bestes Beispiel, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ist, wir haben einen React-Experten, soweit so langweilig. Der macht aber nur Designsysteme und Accessibility und nur im Automotive. So. Jetzt würden viele sagen, ja, aber was ist, wenn genau das aktuell nicht gesucht wird? Dann ist er nicht illegal für alle normalen Projekte. So, das mag sein, aber weil er der Experte dafür ist, steht der gefühlt der ganze VW-Konzern Schlange bei uns. Und ich wünschte, ich hätte mehr davon, weil du willst nicht einer von 100 sein, sondern du willst einer von sehr wenigen oder der Experte in deiner Nische sein. Und es klingt ein bisschen austauschbar, so nach LinkedIn Buzzword Bingo, aber da ist halt was dran. Ich habe zum Beispiel auch eine andere befreundete Agentur, Snap Automotive, coole Leute, die machen nur Android Automotive. Nicht mal nur Android und iOS, sondern nur Android Automotive. Und jedes Mal, wenn es ein Projekt auf dem Markt gibt, werden die gefragt und ich kriege nie eine Ausschreibung. So, weil die spitz positioniert sind. Und du willst halt für dich eine Positionierung finden, die mit deinem Stack anfängt, dann einen Fokus hat, Accessibility, Animation, whatever, und danach noch eine Branche bestenfalls hat. Auch wenn ganz viele Entwickler sagen, ja, aber die Branche ist ja egal. Für dich, ich habe auch
zwei Android-Entwickler, die waren nur auf Deutsche Bahn-Projekten und die Deutsche Bahn rennt mir die Bude ein, damit sie Deutsche Bahn-Entwickler kriegt, auch wenn die Domäne pro Projekt natürlich unterschiedlich ist, aber den Kunden kümmert das. Und deswegen Stack, Fokusspezialisierung im Stack und dann nochmal eine Domäne. Und auch wenn es schwierig ist, das, ich sag mal, aufzubauen, du musst damit irgendwas anfangen. Kannst erstmal sagen, okay, ich habe nur React gemacht und ich habe ein paar Automotive-Projekte gemacht, dann nimm das, versuch das zu schärfen, guck, worauf du Lust hast, bau dir dein Portfolio in die Richtung langsam auf, das dauert alles. Aber die Leute müssen das Problem erkennen, umdenken, um sich dann, ich sag mal, nicht mehr so austauschbar zu präsentieren. Ja. Langer Satz, aber mit ganz, ganz viel Mehrwert. Und du hast auch einen wichtigen Punkt erwähnt. Was ist, wenn die Branche mal nicht mehr funktioniert? Und da finde ich auch, dass die meisten Positionierung falsch verstehen. Das heißt ja nicht, dass man sagt, hey, wir haben ein Projekt im Automotive-Bereich gemacht und machen ab heute nichts mehr anderes. Sondern das ist für den ersten Moment ja ein Fokus der Tätigkeiten, dass man sagt, du, in der Branche, jetzt machen wir mal Akquise. Wenn was anderes reinkommt und das zu uns passt, können wir es ja immer noch annehmen. Aber was viele eben, ich glaube, was viele auch probieren, und das sieht man auch auf den Webseiten, wir sind auf Augenhöhe, wir entwickeln Software, die funktioniert, wo ich mir denke, ja, welches Bauunternehmen wird mit Häusern, die bewohnbar sind? Ja. Oder wir verstehen ihre Probleme. Ich glaube, das ist das Bestreben vieler zu sagen, ich probiere mich abzuheben, was natürlich nicht funktioniert. Weil wenn ich sage, hey, ich bin der Coolste, glaubt niemand, wenn du das sagst, ist das ein anderes Thema oder wenn die Leute das auch sehen. Ja. Und da natürlich, wie du richtig sagst, wenn du positioniert bist, dann musst du dich nicht mehr selbst darstellen, sondern das macht das von alleine. Hey, der ist Experte. Der hat irgendwo Ahnung, ohne dass er mit mir gesprochen hat. Ja. Und das ist auch, wo wir oft reingehen und sagen, du, Positionierung, um den Fuß in die Tür zu kriegen, wenn du danach dann noch mehr verkaufst, mach das gerne. Aber du hast mal den Zugang bekommen, wie du auch richtig gesagt hast. Der Zugang zu den Neukunden, das ist der wichtige Punkt für Feedback, für bessere Stundensätze und. Ich glaube, ein wirklich sehr wichtiger Punkt, das ist dann auch schon fast wieder so eine Ego-Sache, ist zu realisieren, dass die anderen Leute auf dem Markt mindestens genauso gut sind wie du. Ganz viele sagen, ja, aber ich bin ja ein sehr guter React-Entwickler, ich habe ja 5 Jahre Erfahrung. Ja, aber das hat jeder. Also die meisten Freelancer haben erst mal 10 Jahre irgendeine Anstellung gemacht, bevor sie Freelancer wurden. Die haben alle 5 bis 10 Jahre Erfahrung, die sind alle irgendwie auf deinem Level und klar, du hast coole Referenzen, das haben die anderen auch. Und dann ist es tatsächlich eine Frage des Preises. So, du brauchst keine A-Plus-Kandidaten, sondern so B-Plus-Kandidaten. Und wenn die dann günstiger sind, nimmst du eher die und niemand kümmert, ob du jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, noch eine CI mehr beherrschst oder noch irgendeine Ultra-Nischen-Technologie, außer du bist halt der Experte genau dafür. Und das hat mich sehr lange gebraucht, weil ich meinte, ja, hey, ich bin ein Android-Entwickler und mir Architektur und da ist ein Zeug. Ja, stell dich hinten an. Das ist ein Überangebot. Und sobald man das realisiert hat, merkt man, okay, man ist irgendwie austauschbar, man ist im Preiskampf zwangsläufig und dass man da rauskommen kann und das zu wissen, dass das geht, ist ja der erste Schritt. Zu sehen, da ist ein Proof of Concept, man kann das besser hinkriegen, man kann an direkt Kunden kommen, ist jetzt nicht ultra einfach, aber es funktioniert und dann an dem Problem zu arbeiten. So, dann hast du eigentlich schon mal die Hälfte des Weges geschafft, weil viele sehen es gar nicht ein und sagen, ja, dann gehe ich wieder zurück in eine Anstellung, der Markt ist schlecht. Ja, der Markt ist schlecht, aber du brauchst ja nur ein Projekt und nicht 10. Und wenn ich 20 Projekte irgendwie pro Monat bespaßt kriege, kriegst du auch ins Projekt hin. Absolut. Und ich würde nicht mal sagen, dass der Markt schlecht ist. Der ist einfach normal. Ich glaube, der Softwaremarkt ist ziemlich verwöhnt im Sinne von, ich habe schon teilweise mit Unternehmen gesprochen, 40 Jahre, 1,5 Millionen oder so Umsatz, noch niemals Marketing, noch niemals Vertrieb, weil sie es nicht gebraucht haben. Super Arbeit, Empfehlungen. Ja. Und jetzt natürlich kommen wir, wie in der Immobilienbranche, von einem Verteilermarkt hin zum Markt, wo ich auch mal Neukundenakquise machen muss. Ja, das stimmt. Und natürlich die ganzen Probleme von wegen voll ausgelastet oder nicht voll ausgelastet. Das ist so ein Thema, ja, die anderen haben es auch und daraus kommt einfach nicht die Aktion, auch was zu ändern. Sagen, genau, ich meine, es gab halt riesengroßen Markt, einen Haufen überbewertete Startups und das wurde alles mit Geld erschlagen. Das sowieso, ja. Die Zeit ist vorbei und es hat mich damals schon gewundert, wie viele Freiberufler es gibt, die genau null verkaufen können. Ich meine, du musst keine extrovertierte Rampensau sein, aber du musst ein bisschen verkaufen können, ein bisschen quatschen können. Und dass viele ITler gar nicht wussten, was Selbstständigkeit eigentlich bedeutet, weil die waren dann 1 bis 2 auf dem Projekt, also A, Scheinselbstständigkeit und B, du bist nicht freiberuflich tätig, du bist in einer besser bezahlten Anstellung mit keiner Weisungsbefugnis. Ja, und tut weh, aber du hast recht. Ja, und viele mussten das erstmal lernen. Und in jedem anderen Handwerk, sag ich mal, müssen die Leute Kundenakquise machen, ihre Website aufbessern, Geld für Marketing ausgeben, Kontakte knüpfen, vielleicht zum Kunden vor Ort hinfahren.
Und bei Entwicklern war es, lieber Recruiter, hier ist mein CV und fertig. Und ja, das toppt immer noch. Und ja, das hat seine Daseinsberechtigung. Aber die meisten haben nicht verstanden, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Und das konsolidiert sich jetzt. Absolut. Weil du auch gesagt hast, Vertrieb heißt nicht, eine Rampensau zu sein. Wie hat sich dein Bild vom Vertrieb geändert, sag ich mal, Anfang der Selbstständigkeit, unsere Zusammenarbeit, die Jahre, wie war das so der Fortschritt? Ich glaube, das Größte ist, ich bin immer noch der Meinung, du musst, wie gesagt, keine extrovertierte Rampensau sein. Und nicht jeder hat Bock, irgendwelche Leute kalt anzurufen. Ich bin der Meinung, LinkedIn ist zumindest für mich ein sehr guter Kompromiss, kalt mal jemanden auf LinkedIn anzuschreiben und sagen, hey, du bist CTO, Engineering Manager, ich mache das und das, ich habe eure App angeschaut, das und das könnte man vielleicht verbessern, Mehrwert geben. Das klappt ganz gut, wenn man seine Zielgruppe verstanden hat, wenn man den Pain verstanden hat, konvertiert das. Auch da wieder gewisses Numbers Game, schreib 100 Leute an, hab 20 Konversationen, hab 5 Videocalls, hab 1 bis 2 Abschlüsse. Sagen Leute mal, ja, aber ich will nicht 100 Leute anschreiben. Alles ganz easy, alles ganz unverfänglich, kein Problem, all das geht. Ich hatte damals vor 2 Jahren mal 1000 Leute angeschrieben, auch teilweise per Bot, um ein Projekt zu kriegen, habe ein Projekt bekommen, ultra schlechte Conversion, aber das gehört irgendwie dazu. Und du sollst jetzt keine klinkenputzenden Leute 10 Mal am Tag anrufen oder 10 E-Mails per Newsletter verschicken, sondern gezielt Mehrwert geben, unverbindlich sein, die Leute nicht auf den Keks gehen und dann geht das halt alles. Und gleichermaßen, was du ja schon erwähnt hast, jeder muss seinen Modus finden. So, LinkedIn ist nicht das absolute Nonplusultra, hat aber für mich funktioniert. Für andere Leute funktioniert es, auf Meetups zu gehen. Für andere Leute funktioniert es, Konferenzen zu gehen, ein E-Mail-Newsletter zu haben, YouTube-Videos zu machen, was auch immer. Finde deinen Modus, hab Spaß dran und dann wird es auch gut. Mhm. Und was würdest du sagen, war so das größte Learning zwecks Vertrieb, was man so sofort umsetzen kann auch? Das Wichtigste, ohne Mist, ist es nicht salesy zu sein. Ich glaube, das hast du mir sogar beigebracht, weil ich merke jetzt, ich kriege am Tag auf LinkedIn 30, 40 Nachrichten von Leuten, die mir ihren Scheiß verkaufen wollen. Da habe ich keinen Bock drauf, wenn die erste Nachricht reinkommt. Da kommt irgendwann automatisiert eine Follow-up-Nachricht und ich denke mir so, ich will einfach nicht. Wenn da aber jemand ist, der hat sich OneCode angeschaut, der hat sich Richard Pudov angeschaut, mein Projekt, meine Posts, whatever, und sagt, hey Thomas, das und das ist cool, lass uns mal quatschen, ist es ein, hey, der hat seine Hausaufgaben gemacht. So, ich gebe ihm mal 10, 15 Minuten in dem Videocall, ich lerne ihn kennen, der scheint sympathisch zu sein, das ist nicht absolut auf Masse und diese Person wollt ihr sein. Ihr wollt Leute raussuchen, die vielleicht eurer Zielgruppe entsprechen. Ja, ihr wollt am Ende schon eure Dienstleistung verkaufen, keine Frage, die Leute sind ja auch nicht blöd. Aber seid nicht zu salesy, seid nicht zu pushy, nicht zu needy. Gebt den Leuten einen Mehrwert in Aussicht und dann klappt das alles echt gut. Ja, den Vergleich, den ich immer mache, wenn man durch die Fußgängerzone geht und dich jemand überreden will, ins Restaurant zu kommen oder einen Flyer in die Hand zu drücken, ist ja genau dasselbe. So. Ja. Ich glaube, den Leuten, da fehlt einfach das Bewusstsein. Die sagen, du, ich komme sofort zum Punkt, ich bin Informatiker, ich will da nicht um den heißen Brei rumreden, ich bin da ganz ehrlich. Aber genau das ist eben, sage ich mal, das Problem dann auch, dass man nicht die Person ja in den Mittelpunkt stellt, den Mehrwert des Gegenübers, so, sondern Kauf oder meinen Verkauf. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe es letztens von einem Freund gehabt, auch einer meiner besten Freunde, riesengroßen Text geschrieben, meinte, hey Thomas, das will ich einem Vorstand von einem Corporate schicken. Und ich so, ja, aber das ist alles aus deiner Perspektive geschrieben, welche Vorteile du hast, welche Synergien du hast, dass du gern solche Projekte machst, das kümmert den nicht. So, und vor allem der Text ist riesengroß. Die Leute haben keine Zeit zu lesen. Die Leute nutzen immer mehr AI, um Texte kurz zu fassen. Schreib ihnen in 5 Zeilen und weniger, warum er einen Vorteil hat, mit dir zu quatschen, aus seiner Perspektive, mit einem sinnvollen Vorteil, der einen Pain bei ihm trifft. Und dann geht das besser. Wenn ich einen Freelancer auf LinkedIn anschreibe und sage, ich bringe dir bald wieder ein Projekt, du kommst, sind das 2 Zeilen. Er sagt, jo, lass quatschen. So, und das, ich löse deren Problem. Und wenn du eine IT-Dienstleistung hast und ein Problem am Ende löst, was der Markt braucht, ganz wichtig, keine Positionierung erarbeiten, die du cool findest, sondern was der Markt braucht, das muss validiert sein, dann reden die Leute auch mit dir. Und auch da wieder Numbers geben, 100 Leute anschreiben, 20 Konversationen und. Und dann gibst du den Mehrwert, bist nicht mal salesy und die Leute freuen sich von dir zu kaufen. Und das ist auch wieder Mindset, ist ein ganz anderes Ding. So, Leute freuen sich, mich dafür zu bezahlen, wenn ich ihnen beibringe, wie sie an Projekte kommen, weil der Hebel viel größer ist. Und sie wissen, die machen die nächsten Jahre richtig Geld damit. Ja. Ich glaube, das ist auch eines der, weil du angesprochen hast, viele wissen gar nicht, was Selbstständigkeit heißt oder rutschen einfach so ins Unternehmertum rein, sich den Gedanken zu machen. Schön, wenn wir das so krass entwickeln, aber was ist der Vorteil für mein Gegenüber? Ja. Wo ich auch für mich sage, mein Ziel als Unternehmer ist zu sagen, was macht mir Spaß und wie kann ich das kombinieren, anderen zu helfen? Weil Reputation, Neukundenakquise, die einfacher ist, Geld, das kommt ja dann von alleine.
Aber eben diesen Punkt zu sagen, hey, was macht Geld? Wie verkaufe ich das? Verbaue ich mir natürlich alles. Deshalb hier auch ein super, super Connection mit der Positionierung auch wieder zu sagen, wie kann so eine Light Version auch ausschauen für den Anfang tatsächlich. Absolut. Gut. Was würdest du zum aktuellen Markt sagen? Was sind so Probleme, die da sind, aber die meisten so die Augen verschließen? Ich glaube, das haben wir auch schon angesprochen, die Marktlage. Und ganz viele Leute sagen, ja, und das ist furchtbar schlecht. Aber es gibt an dem Markt, auch im Freelance-IT-Markt, Leute, die haben ein Projekt und Leute, die haben kein Projekt. Und Leute, die kein Projekt haben und rumheulen und sagen, ja, der Markt ist schwierig. Irgendwie gibt es ja trotzdem genug Leute, die eins haben. So, natürlich gibt es jetzt Projekte, die wurden immer weiter verlängert. Und ich merke auch, dass es einen Unterschied gibt, dass Leute zu 100 Euro, die schon noch auf dem Projekt sind und gar nicht gemerkt haben, wie schlecht die Marktlage ist und dann unbedingt zu solchen Preisen suchen. Aber das ist ein Thema für sich. Und ich glaube, ich sag mal, nicht naiv an die Sache heranzugehen, zu sagen, okay, Lage ist schwieriger als vorher, beziehungsweise es war vorher einfach viel zu einfach, zu sagen, okay, ich will nicht austauschbar sein, ich muss was machen und ich sag mal auch die Bereitschaft zu haben, was zu ändern. Ich kenne jetzt ohne Mist wöchentlich, kriege ich immer ein, zwei Nachrichten von Freelancern, die sagen, ist alles kacke, ich gehe zurück in die Anstellung. Kann man machen, man kann es aussitzen. Aber ich bin auch der Meinung, du brauchst als Freelancer nur ein bis zwei Projekte. Und mit einem Monat oder zwei Aufwand wirst du zwangsläufig was finden. Das wäre ein Wunder, wenn nicht. Deswegen finde ich das immer schade, weil ich auch der Meinung bin, Freelancer ist ja eine Lebenseinstellung. Und dazwischen gibt es immer noch Arbeitnehmerüberlassungen, weil da hat keiner Bock drauf, außer die Recruiter, die dran verdienen. Und ich glaube, ich sag mal, nicht mal Mut zur Lücke zu haben, aber einfach den Mut zu haben, sondern ich gehe das jetzt an, ich mache was und ich weiß, dass ich damit erfolgreich sein werde, macht einen großen Unterschied. Und dass, wenn man es jetzt schafft, die nächsten 10, 15 Jahre wieder easy werden. Mhm, ja. Du meintest ja auch, weil ist natürlich krass, vom Freelancer zum wieder in die Festanstellung, kann ja auch am Ego kratzen. Was du mir ja mal erzählt hast, ist, dass viele Recruiter ja auch Festangestellte anschreiben, oder? Die sagen, hey, du kannst da mehr verdienen. Hab ich das noch richtig im Kopf, wo die sagen, ja, 100, 200.000? Ja, also das hatte ich, glaube ich, auch bei Arbeitnehmerüberlassung gehabt. Und die Wahrheit ist die, es gibt gute Recruiter auf dem Markt. Und auch ich arbeite zu einem Drittel noch mit Recruitern zusammen, die coolen, auf die habe ich Bock und. Aber Fakt ist, Hays und Co. verdienen ja Geld damit, Geld mit dir zu verdienen. Und die Wahrheit ist, die gehen zu Firmen und sagen, sie kriegen top krasse Leute für 10 Jahre Erfahrung, also ein Zeug für gefühlt 70.000 Euro. Und gehen zu irgendwelchen IT-Lern und sagen, hey, eine Arbeitnehmerüberlassung zahlen wir dir 100.000, whatever. Und im Endeffekt bauen die eine sogenannte Commitment-Trap auf, bringen beide Parteien in den Prozess. Und ganz am Ende heißt es, ja, müssen wir nachverhandeln und ist dann doch nicht so viel. Und viele sind dann, ich sag mal, faul, sagen, ja, aber das Team ist cool, die Konditionen sind cool und gehen das ein und genau daraus schlagen sie ihre Marge. Weil ganz ehrlich, bei Angebot und Nachfrage trifft sich der Preis. Aktueller Preis für einen Senior-Entwickler, je nach Stack, ist irgendwas zwischen 70.000 und 90.000 Euro. Und effektiv, ja, verdienen ja Geld damit. Und dadurch, dass die Konzerne dahinter stehen, ist es nicht mehr die einzelne Person, die damit viel Geld verdient, sondern der Konzern an sich. Und wenn man weiß, dass Recruiter nur so lange die eigenen Freunde sind, solange sie Geld dran verdienen, ist man da schon mal einen Schritt näher. Und ich würde immer alles kritisch hinterfragen und auch schauen, wer macht gerade was ich mache. Gucken, was machen andere Leute in der Anstellung, was verdienen die, was verdienen andere Freelancer, was verdienen andere Leute in der Arbeitnehmerüberlassung, wie glücklich sind die, wie sieht der Workmode aus, diese Leute zu befragen, um ein realistisches Bild zu kriegen, um sich eben nicht übers Ohr hauen zu lassen. Ja, und ich glaube auch, dass die Recruiter meiner Meinung nach, ich war noch nie in einem Recruiter, sage ich mal, in den Prozessen drin, aber was machen die groß? Die sind so groß, dass die großen Konzerne sagen, du, ich arbeite mit einem Lieferanten, der mir 10.000 Talente zur Verfügung stellen kann, also eine Middleware im Endeffekt für Mitarbeiter, um mich da nicht herumstreiten zu müssen. Und die sind natürlich die Ersten, die sagen, ja, lieber die Recruiter. Und dann warten die, kriegen eine Anfrage, stellen die auf die Portale. Was mich ja auch immer stört, ich habe vor einem Jahr eine neue Wohnung gesucht, dann auf die klassischen Portale. Dann denke ich mir, wofür zahle ich dich deine Kommission, damit du es auf, ich weiß nicht mehr, wie diese Website heißt, da hochstellst. Und das Krasse war bei der mir fällt gerade das Wort nicht ein, wo wir die Wohnung angeschaut haben. Besichtigung, genau. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Bei der Besichtigung war sogar der Besitzer mit dabei, wo ich mir denke, wofür brauche ich da den Vermittler? Ich möchte da nicht eine Monatsmiete ausgeben. Richtig. Und ich glaube auch, denselben Frust gibt es im Freelancer-Markt, oder? Mit den Recruitern. Also
Also total, das ist, ich meine, klar, die haben eine Daseinsberechtigung. Wenn du so gar keinen Bock auf Vertrieb hast, gibst du denen ein CV und wenn du Glück hast, kriegst du ein Projekt. Ja. Damals hat das besser geklappt wie heute. Die machen den Vertrieb, Punkt aus Ende. So. Aber ich bin der Meinung, Vertrieb ist ja jetzt kein Buch mit 7 Siegeln. Deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne die 10-15% Marge selbst einbehalten, habe den Vertrieb selbst gemacht und merke auch, wie viel angenehmer es ist, direkt Kunden zu haben. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen jemanden kennengelernt, einfach ganz unverfänglich auf einer Party, der meinte so, hey, was machst du? Ich so, ja, ich habe eine Firma, wir machen Android-iOS-Apps, wir betreuen Kunden wie Porsche und Spotify. Und das hat alles Wichtige gesagt, absolut nicht salesy, 20 Sekunden Pitch mit Proof, dass wir groß sind, weil ne, wir haben solche Kunden. Mhm. Und der Typ hat mich ohne Mist 3 Wochen später angerufen, da stand ich gerade zum Mittagessen in der Schlange und meinte so, hey Thomas, kann ein Entwickler von dir bei uns anfangen, 100 Euro die Stunde? Ich so, du ruf mich später zurück, ich bin gerade hier mit Mittagessen. Er schickte die Verträge zu, das passt alles. So, das waren 30 Sekunden und so kann halt eine Verhandlung laufen. Und mit Recruitern bist du einer von 50, dann schicken die das hin, dann kriegst du kein Feedback, dann wirst du geghostet, also ein Quatsch. Mhm. Und direkt Kunden zu haben auf Augenhöhe kann so unkompliziert sein. Und natürlich wird auch da mal verhandelt. Die sagen, Thomas, ganz ehrlich, Budget ist hart, können wir von 90 auf 80 runtergehen? So, ja, komm, easy. Aber dann weißt du, woran du bist, dann kannst du dir eine Geschäftsbeziehung aufbauen und du weißt, du wirst nicht sofort ersetzt, sobald mal jemand 10er günstiger ist, sondern die vertrauen dir und wollen dich weiter beauftragen. Und genau sowas kannst du dir als Freelancer mit ein bisschen Aufwand aufbauen. Ja, so wie du auch sagst, wenn du immer noch ein Drittel mit Recruiter machst, mit den Guten, die dich auch wie in einer Business-Beziehung auch behandeln und nicht nur, hey, der ist 1 Euro günstiger, werfen wir den Thomas raus, dann kann man sich, wie du eben sagst, gute Starthilfe, sich da auch ein gewisses Standbein aufzubauen, aber sicherlich nicht langfristig, weil man da einfach, ja, Vertrieb so als Kernthema, dass man gerne selber übernehmen darf. Ja. Wie ist es da eigentlich Berlin, weil du da auch hingezogen bist, sag ich mal, hat das irgendwelche Vorteile? Wie ist da so die Tech-Landschaft? Es hat schon Vorteile. Also ich habe auch im Kurs ein paar Leute, die sind eher in einem kleineren Dorf unterwegs und dieses klassische Lad mal jemand zum Messen eingehen, natürlich nicht. Mhm. Ich bin ein bisschen der Meinung, dass Berlin die große Tech-Metropole in Deutschland ist, gefolgt von München, Hamburg und naja, vielleicht noch Leipzig. Okay. Wirklich, weil Berlin, ich habe das so Partys bis um 11 im Kopf, eher links, Mietpreisbremse, sowas. Ja, wie ist da die Tech-Szene? Ja, also du hast so eine riesengroße Startup-Szene, aber auch da wieder einen Haufen Leute, die viel quatschen, wenn der Tag lang ist und die sind hier besonders lang. Die wirst du wahrscheinlich überall haben. Naja. Und es ist aber wirklich so, es macht einen Unterschied. Zum Beispiel, wenn ich Leute auf LinkedIn anschreibe, ist vielleicht jeder 5. oder 10. in Berlin unterwegs. Und dann kann man sich tatsächlich schon mal auf ein Essen treffen, auf einen Kaffee, auf einen Spaziergang, whatever. Und dieses Mal echt treffen macht einen Unterschied. Zum Beispiel bin ich aber auch nächste Woche in München unterwegs, weil ich sage, 2-mal im Jahr München, Hamburg, einfach meine Geschäftspartner zu treffen, ist halt wichtig, um diesen Draht da zu halten. Ich nutze jetzt zum Beispiel Meetups nicht so sehr. Ich sage immer so, 1-mal im Monat sollte man zu einem Meetup gehen, müsste ich wieder häufiger machen. Aber einfach, um die Möglichkeit zu haben, jemanden echt zu treffen. Und ich bin der Meinung, wer in irgendeinem kleineren Dorf lebt, nehmt euch 2-mal im Jahr die Chance und sagt, okay, ich gehe da mal hin für 3 Tage, nehme mir ein Hotel, ist alles absetzbar. Trefft da meine Kontakte getaktet nacheinander, frühstückt die nacheinander ab und baue dieses Zwischenmenschliche halt auf, weil das macht am Ende den Unterschied. Mhm, absolut. Da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, weil die 15 Mitarbeiter, die du hast, ihr seid remote only, oder? Genau. Genau. Ja. Wie machst du das da, wenn du sagst, ich verstehe das absolut, in Person treffen, da können wir noch 30 Jahre Zoom machen, das wird sich nicht ändern. Da ist unser Track Record als Menschen einfach zu lang. Ja. Wie regelst du das? Das ist eine sehr gute Sache. Tatsächlich ist es so, wir sind von den 15 Leuten sind 8 in Berlin und 7 in Deutschland verteilt. Ich glaube, 3 davon nochmal in München. Mhm. Das macht es insgesamt nicht so einfach. Wir sagen aber, treffen uns mindestens 2-mal im Jahr. Einmal zu einem Offsite, das war es vor 2 Wochen gewesen. Einmal in Malaga oder Mallorca mit ganz vielen Workshops, Cocktails trinken gehen, Jetski fahren, alles Teambuilding. Einfach um diese Culture zu haben. Und zu einer Weihnachtsfeier in Berlin mit Escape Room und Chick Lounge mieten, irgendwie sowas. Und Remote is the way to go, auch für Entwickler. Und wir haben jetzt auch Kunden, die sagen, ja, aber Corona ist ja vorbei, die können jetzt wieder im Office antanzen. Und ich sag so, nee, ist auch wieder schön an Direktkunden, da kann man verhandeln. Der Recruiter hätte sofort den günstigeren genommen. Ja. Eine Remote-Culture aufrechtzuerhalten ist gar nicht so einfach. Das bringe ich den Leuten noch im Kurs bei, weil das Letzte, was du haben willst, ist ein Entwickler, der günstig ist, der gut ist, der super ist, der top performt, zu dem du aber keine Bindung hast, weil dann ist er nach einem Jahr weg spätestens. Mhm. Ja, ist ein Thema für sich, aber es ist möglich. Verstehe. Also er macht eine Weihnachtsfeier, die Worktations, die du gerne auf LinkedIn postest, da sieht man immer, was da so geht. Und auch in deinen WhatsApp-Stories, sagen wir mal so.
Macht ihr sonst noch was, abgesehen davon, für Ja, die also wir, Company ich Culture? bin immer so ein bisschen der Meinung, so keine Bullshit-Meetings. Wir haben einen B-Weekly, wo ich alle 2 Wochen sage, was gerade irgendwie abgeht an Aufträgen, Pipeline, also ein Zeug. Auch da wieder, wenn nichts anfällt, kann ich uns das Meeting sparen. Wir haben einen B-Tech-Weekly, wo es pro Plattform, Android, iOS, React, darum geht, dass die Leute sich da ein bisschen austauschen. Wir haben Mittwoch eine optionale Coffee-Break, quasi alles jenseits von Projekten. Und freitags nochmal eine Gaming-Runde, wo wir sagen, ist bezahlte Arbeitszeit, die können da eine runde Stunde zocken. Ist echt eine coole Sache, um so zusammenzufinden. Auch da wieder bei 15 Leuten, Leute, die ein bisschen älter sind, Familienväter, whatever, haben da keinen Bock mehr drauf, freuen sich über eine Stunde mehr Freizeit, wie es jedem passt. Und am Ende sehe ich auch den Vorteil in kleinen Firmen, dass man eine coole, moderne Arbeitskultur schaffen kann und vor allen Dingen auch, dass viele Corporates diese moderne Arbeitskultur noch nicht leben und sogar die besseren Gehälter bezahlen können, aber man sehr gute Mitarbeiter kriegt für gutes Gehalt, wenn man all das anbieten kann. Weil ganz ehrlich, Freiheit im Job und täglichen Doing ist so wichtig. Ja, Obstkorb und Tischkicker reicht leider nicht mehr. Da muss man mehr machen. Aber finde ich cool. Da ist auf jeden Fall was Praktisches mit dabei, wenn da auch jemand zuhört, der sagt, du remote only, ist das, was man machen kann. Wenn ihr sagt, ihr zockt, heißt Online-Spiele oder? Doch, wir haben ja quasi unseren eigenen Discord-Server, gucken, was auf Steam gerade irgendwie läuft und einfach irgendwas verspart, macht ein bisschen Teambuilding und ja. Es ist einfach, ich meine, das passt ja auch so zum Nerd- und Entwickler-Dasein. Ich glaube, jeder zweite, dritte ist irgendwie Gamer. Ja. Super. Absolut. Teamspeak und so weiter, dann mal über Privates reden. Ja. Muss ich auch sagen, damals, als ich Projektmanager war, da, wo wir immer den meisten Spaß hatten und was es auch ausgemacht hat dann zu Corona-Zeiten, wir sind 1:1, sage ich mal, ins Office, ins Homeoffice gewechselt und irgendwann nach 2 Wochen dachte ich mir, geht's nur mir so als Projektmanager oder arbeiten wir einfach 1:1 weiter? Habe ich mal den Entwicklern geredet, die haben gesagt, nee, alles gleich wieder vor, weil wir natürlich in den Mittagspausen meistens immer zusammen gegessen haben und da war alles Thema, nur nicht die Arbeit, sagen wir so. Und das, wie du richtig sagst, das macht so viel aus, weil am Ende geht es ja nicht nur um Tickets abarbeiten und so weiter, sondern auch, wenn man das kombinieren kann, natürlich mit der richtigen Leistung. Zum Beispiel, wir haben immer, bei uns gab es auch einen Tischkicker, und wir haben das den Tischkicker-Test genannt. Und zwar gab es zur Sommerzeit, wenn da gab es von der Technologischen Fachoberschule, das ist so ein technisches Gymnasium bei uns in Südtirol, da gab es immer Praktikanten, so 3, 4, die wir aufnehmen durften. Und der Tischkicker-Test war einfach zu sehen, wie verwendet jemand den Tischkicker? War es, um Stress abzubauen und danach wird wieder voll weitergearbeitet? Oder war es tatsächlich so, dass Zeit vertrieben wurde, nur mit dem Tischkicker. Da hat man schon gesehen, kann man die Person aufnehmen, geht's ja nur um den Spaß. So, ja. Weil natürlich arbeiten sollte man auch und nicht nur New Work, sage ich mal. Ja, cool. Party zusammen. Perfekt. Thomas, wenn jetzt jemand sagt, er braucht Mobile-Entwickler oder so, wo kann man dich am besten erreichen? Ich glaube, ganz einfach auf LinkedIn oder bei OneCode.de. Schreib mich auf LinkedIn am besten an, Thomas Marbella, sollte relativ gut zu finden sein. Schreibt mich an, connectet mich, auch wenn ihr irgendwie Projekte braucht. Sharing is caring und ja. Perfekt. Und für alle den Tipp, den wir von Thomas gelernt haben, mit Mehrwert in die Unterhaltung reinstarten. Dann läuft's auch. Perfekt. Thomas, vielen Dank. Viel Erfolg. Wir hören uns. Tschüss. Danke dir. Ciao.